Heute grüße ich noch einmal morgens und nehme noch einmal Bezug auf meinen gestern hineingestellten Film, das Kurzvideo Gedanken zu Gedankenstrich, Das Sultan von Delhi. Das wollte ich noch einmal erklären, weil ich hatte heute wieder so einen ähnlichen Traum, weil ich manchmal in die Regression in die Kindheit gehe, aber auch in die Regression in die Schatztruhe der Erfahrungswelt meines Lebens in der Traumwelt zurückblicke. Und die Dissoziation oder das dissoziative verhaltensgestörte Bild kann in der Traumwelt manchmal aber auch sehr großen Reichtum, eine Abundanz herauf zeigen. Also wenn man das im normalen Wachgeschehen machen würde, schaut es sonderbar aus, aber die Traumwelt tut das. Ich denke, ich vermute das fast täglich. Zum Beispiel, dass man sich im Traum denkt, ich nehme mehrere Personen, die ich sehr gut kenne, über mehrere Jahrzehnte her in der Traumwelt, und das kann jetzt bei jedem anders ausfallen, weil ja jeder andere Bücher gelesen hat oder anderen Personen begegnet ist. Jetzt nehmen wir einmal an, ich nehme einen Personenkreis, den viele mitfühlen können. Zum Beispiel den Papst Johannes Paul, oder den zweiten oder was. Dann nehme ich zum Beispiel John F. Kennedy, dann fällt mir ein John Lennon, Gewaltopfer und so weiter. Dann nehme ich noch zum Beispiel einen hiesigen Kardinal, König oder was. Dann nehme ich zum Beispiel den Herrn Tilg. Dann nehme ich zum Beispiel den Herrn Bin Laden. Dann nehme ich Elias Canetti, die Bertha von Suttner. Dann nehme ich vielleicht Günter Grass und dann schaue ich mal, was wollte eigentlich John F. Kennedy, was wollte Onassis, was wollte die Jackie, was wollte Kardinal König in seinem Leben oder was wollte Jesus Christ und der Erzengel Gabriel, verstehst? Was wollte er eigentlich? Jetzt schaue ich, ja, wo sind die Unterschiede zwischen dem, was Papst Johannes Paul II. Gesagt hat und Bin Laden? Oder wo ist der Unterschied zwischen Onassis und John F. Kennedy? Oder zwischen John Lennon und Kardinal König? Oder Herrn Stöger, Weihbischof, der die Bibel kommentiert hat, die ich 30 Jahre studiert habe? Oder wo ist zum Beispiel... Wo ist der Unterschied zwischen dem Koran und der Christenheit, also der 66 heiligen Schriften der Christenheit? Ist der wirklich sehr groß? Also ist der Unterschied zum Beispiel zwischen dem, was vom Herzen herauskommt, zwischen einem Papst und zwischen Bin Laden oder John F. Kennedy oder Onassis als Multimilliardär oder Bill Gates, worin besteht der Unterschied? Und ist er dem Wesentlichen nach sehr groß oder sehr klein? Das Abtasten sozusagen in der Traumwelt dieser Persönlichkeiten, die man über Jahrzehnte kennt oder glaubt, dass man ihnen ziemlich tief nachfühlen konnte. Und das ergibt Ertrag. Verstehst du, daraus gibt es nicht nur Kenntnis, epistemologisch gesehen, sondern es gibt Fruchtbarkeit daraus. Das heißt, man kommt plötzlich zu einem Schluss, ich möchte 6 bis 9 Knaben haben, Kinder. Das heißt, ich möchte Nachwuchs, zahlreich. Und dann plötzlich, wenn man das unter dieser Facette beobachtet, dann denkt man, da komme ich dann vielleicht Bin Laden fast näher als dem Papst. Oder da komme ich, da Stöger mit seiner sehr einfachen Sprache, aber klaren Kommentation der Bibel, ist vielleicht höher gestellt als ein König. Ein Multimilliardär, verstehst?
Er hat viel verstanden von dem, was eine väterliche Bezugspersönlichkeit sich vorstellt. Eine schöne Frau, viel Nachwuchs, schön, genetisch, also auch rein im Herzen, mit dem man was anfangen kann, gesund und so weiter, lustig und dass es zurückprotzen kann, das Temperamentvolle, dass es entgegnen kann, dass man mit ihm spielen kann, streiten kann, sich auseinandersetzen kann, dass man es erobern kann, dass man es verlieren kann, manchmal auch hassen kann und so weiter. Das heißt, die Dissoziation in der Traumwelt, kurz dargestellt.